Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist echt mittlerweile fast 2 Monate her, seit ich das letzte Video online gebracht habe. Also gedreht habe ich ein paar mehr eigentlich, aber mich nie dazu entschlossen, sie hochzuladen. Ich habe eigentlich auch 2 Vlogs gemacht, die... Ich habe mich nicht dazu überwunden, sie online zu stellen und deswegen vergammeln sie gerade. Vielleicht lösche ich sie auch, vielleicht bringe ich sie auch noch online, wobei ich mir einfach denke, wenn Vlogs so lange her sind, dann lohnt sich das auch nicht mehr. Wobei theoretisch ist das noch gar nicht so lange her, denn der Vlog ist vom Juni, die vorletzte Woche, ja, die dritte Woche im Juli, so. Genau. Das Video ist ein Infovideo, deswegen wird es auch nur kurz sein. Ich wollte eigentlich mich erklären, was die letzten 2 Monate fast passiert sind. Und zwar, ich habe eigentlich im letzten Video erwähnt gehabt, ja, wenn ich nicht mehr wiederkomme, dann wisst ihr wieso. Und das war, weil wegen der Prüfungen, wenn ich sie nicht bestehe, würde ich nicht mehr wiederkommen. So. Aber ich habe sie bestanden, also ich weiß gar nicht, was da los war mit mir, dass ich... Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Also ich habe die Prüfungen bestanden. Das war im Juni, 14. Juni habe ich Bescheid bekommen, dass ich bestanden habe, meine mündliche Prüfungen und somit auch ein komplett alles. Ja, und dann hatte ich 2 Wochen Zeit, denn am 2. Juli habe ich angefangen zu arbeiten. Und eine Woche habe ich dann komplett hier verbracht. In der Woche habe ich so viel gelesen, aber das wird sie dann im Lesemonat Juni, ja Juni müsste es dann, genau, Juni sein, mitbekommen oder sehen, hören, was auch immer. Genau, und dann war ich eine Woche bei meinen Eltern und eigentlich war es so geplant, dass mein Freund am Freitag dazukommt. Ich bin am Montag halt hingefahren. Aber er ist dann krank geworden und in der Zeit wollte ich auch Videos dort drehen. Ich wollte alle meine Bücher, die ich aussortiert habe, mal ein Video davon drehen. Und es sind, ich glaube, um die 200-300 Bücher gewesen. Ich blende euch mal ein Bild hier ein, ein Foto gemacht, nachdem eine Frau bei mir ungefähr um die 120 Bücher gekauft hat. Das heißt, das ist der Rest, der noch geblieben ist und es ist immer noch sehr viel, ja. Ich habe fast keine Bücher mehr in Deutschland. Ich glaube, ich habe dort nur noch 50 Bücher. Okay, schon ein bisschen mehr, weil ich habe die Black Dagger-Reihe noch dort, Chrisley Cole-Reihe habe ich noch komplett dort und sowas halt. Aber es hat es auf jeden Fall mega reduziert. Ja, und da mein Freund nicht gekommen ist, habe ich, oder er mir dann schon mitbekommen, er mir erzählt hat, hey, ich kann nicht kommen, ich bin krank geworden und so. War ich ein bisschen traurig, weil ich habe mich dann auf meinen Urlaub gefreut. Im Prinzip hatte ich keinen richtigen Urlaub, nur halt zu Hause und nochmal zu Hause. Ja, also habe ich dann keine Videos gemacht und auch keine gedreht und auch gar nichts. Und die erste Woche, die ersten 3 Tage in der Arbeit waren für mich sehr schlimm, weil ich sehr früh aufstehen muss. Und irgendwie kam der Rhythmus auch gar nicht, ich kam in den Rhythmus nicht rein zwischen Arbeiten, Aufnehmen und dann Schneiden und sowas halt und auch für private Sachen. Und ja, mittlerweile geht's. Wir haben ja auch schon den 11., 10. August oder so, kein Plan. 12. glaube ich müsste schon sein, oder? Ja, 12. August ist heute. Und es geht mittlerweile ein bisschen besser voran. Privates läuft auch alles super. Ja, deswegen bin ich jetzt wieder da und ich muss viel nachholen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es auf jeden Fall der Lesemonat für Neuzugänge Mai, Juni, Juli sein. Also 3 Monate Neuzugänge verpasst. Theoretisch könnte ich dann alles in einem machen, aber ich habe es echt gerne. Das habe ich auch letztes Jahr geschafft. Und zwar habe ich 12 Videos in meine Playlist drin, wo Neuzugänge sind, also jeden Monat eins. Und das wünsche ich mir auch für dieses Jahr so, deswegen werde ich das dann trennen, auch wenn vielleicht viele gar nicht zuschauen werden, weil es ist schon alt und so. Ist ja auch vollkommen egal.
für mich ist es wichtig und deswegen mache ich das. Und dann gibt es dann auch Lesemonat Juni und Juli, weil Mai habe ich ja schon abgedreht. Das ist auch das letzte Video, das auch von mir online kam. Genau, und dann läuft es wie gewohnt weiter. Das heißt, ich werde Neuerscheinungen für September mal drehen, weil da kommen ein paar Bücher. Und dann habe ich noch ein Special-Video. Das wollte ich auch schon ursprünglich Anfang Juli drehen, weil es eigentlich sehr wichtig für den Juli war. Aber ich hatte einfach nicht die Motivation, nicht die Lust und nicht die Stärke. Und dann war es dauerhaft so heiß und ja, furchtbar. Also ja, heute ist eigentlich mittlerweile einer der wenigsten Tage, wo wirklich mal nicht so heiß ist. Und deswegen versuche ich so viel aufzunehmen, wie es geht. Im Hintergrund sieht man noch ganz viele Bücher und mein ganzes Bett ist voller Bücher. Ich kann auch nicht einmal ein Bücherregal drehen, weil ich nicht wüsste, wohin damit. Genau. Ja, es geht also wie gewohnt weiter und ich hoffe, ihr seid weiterhin bei mir mit dabei und schaut mir dazu. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.